Wir kommen zur Frauenfigur Klasse 2. Eine relativ junge Klasse, ins Leben gerufen vom Weltpräsidenten Klaus Hoffmann, der die Idee verfolgt, dass nicht alles immer ins Extreme schlagen muss, sondern vielleicht ist es ja auch manchmal schöner und besser und auch populärer, ein oder gar zwei Schritte zurückzugehen. Es geht hier in dieser Klasse um eine perfekte Figur mit nur leichten Muskelansätzen. Es geht um eine feminine Ausstrahlung und die präsentiert die Australierin Pina Theodorides par excellence. Sie ist griechischer Abstammung, ist die Vize-Weltmeisterin von 95. Damals gewann ja Claudia Mühlhaus den Titel. Sie lebt seit einigen Jahren mit ihrem Mann in Australien, arbeitet als Fitnesslehrerin, ist eine absolute Modelfigur und träumt natürlich auch von einer Karriere als Fotomodell. Den ersten Schritt in diese Richtung hat sie bereits gesetzt. Und die neue Weltmeisterin in der Frauenfigur Klasse 2 kommt aus Australien, Pina Theodorides. Sie ist damit die Nachfolgerin von Claudia Mühlhaus.